Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute habe ich den Ford Expedition für euch. Wir gehen mal eben raus, dann zeige ich euch den. Der Ford Expedition ist in der Variante, wie wir ihn jetzt hier stehen haben, das Modell ab 2017. Unser spezielles im Baujahr 2019. Wir haben den normalen Expedition. Es gibt den einmal in dieser Variante, wie wir ihn haben, und es gibt ihn nochmal als Expedition Max. Ich zeige euch den mal eben. Der Expedition Max hat nochmal einen Ticken längeren Radstand und hat hier hinten das Stückchen. Von hier bis zum Ende ist er nochmal ungefähr 13 cm länger. Das heißt, der Max ist wirklich Max. Der ist nochmal heftig größer. Aber ich zeige euch jetzt mal die normale Variante, die wir haben, mit 8 Sitzplätzen, die auch schon riesig groß ist. Deswegen dranbleiben, mitkommen. Da es draußen relativ kalt ist, steigen wir mal ein. Wir haben hier oben, das sind ist diese Zahlenkombination. Da kann man einen Code eingeben, über den man das Auto öffnen kann. Man kann ja darüber nicht starten, aber wenn man keinen Schlüssel hat, kann man über diesen Code das Auto entriegeln, um einsteigen zu können. Dieser Zahlencode ist immer nice to have, allerdings haben wir noch nie einen Kunden gehabt und haben das selber auch noch nie gemacht, dass wir das programmiert haben. Deswegen, wie gesagt, nice to have, aber noch nie wirklich in der Praxis umgesetzt. Im Innenraum, ich fange jetzt einmal mit dem Blick nach hinten an, weil der wirklich, wirklich groß ist. Wir haben 8 Sitzplätze, das heißt, wir haben Beifahrer, Fahrer, wir haben in der Mitte 3 vollwertige Sitzplätze, die wir auch einzeln umklappen können. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte den umklappen oder den oder den oder alle 3. Und dahinter haben wir noch eine Sitzreihe, nochmal mit 3 Sitzplätzen. Die sind 2/3 und 1/3 elektrisch einklappbar. Der Motor im Expedition ist ein 3,5 Liter V6. Wir haben ungefähr 380 PS in diesem Auto, was am Anfang viel klingt, 380 PS, aber es ist schon notwendig für so ein Schiff. Also mit fast 5,60 Meter oder knapp über 5,60 Meter Länge brauchen wir natürlich auch ein bisschen Bums, um mit dem ganzen Gefährt nach vorne zu kommen. Und wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben 8 Sitzplätze voll besetzt, dann brauchen wir ein bisschen Leistung, um ja, angetrieben zu werden. Der Expedition hat serienmäßig ein 10-Gang-Automatikgetriebe. Mittlerweile verbaut Ford gerne diese Konstruktion. Das heißt, wir können hierüber die Gänge einstellen. Wir haben einmal P, R, N, D, wie wir es kennen. Und haben hier unten noch die Variante zwischen Zweirad-Hinterantrieb und Vierrad zu wählen. Das Lenkrad ist das typische Ford-Lenkrad. Wir haben hier den Tempomaten, hier die Menüführung, also die Falttasten für die Menüführung, Lautstärke und hier unten Telefone annehmen, auflegen und Sprachsteuerung. Das Display ist im Moment in englischer Sprache, das können wir auch umprogrammieren auf Deutsch. Dann haben wir hier oben unterschiedliche Anzeigen für Öltemperatur, Wassertemperatur, Tankanzeige. Da gibt es verschiedene Anzeigen. Die Modellvariante, in der wir jetzt sitzen, ist der XLT. Der XLT hat die Ledersitze. Jetzt schimpft er. Moment, das muss ich mal ausmachen hier. Der XLT hat die Ledersitze, Tempomat, im Endeffekt die Standardausstattungen. Ist ein 8-Sitzer, wie ich schon gesagt habe.
Es gibt noch eine Ausstattungsvariante darunter, das ist der XTS. Der hat nur 5 Sitze. Das heißt, dem haben sie die komplette dritte Sitzbank gestrichen. Da ich jetzt von der dritten Sitzbank so geschwärmt habe, zeige ich euch die mal eben. So, wir haben übrigens hier die Rückfahrkamera. Machen wir mal eben auf. Da ist das XLT. Und hier haben wir jetzt die verschiedenen Möglichkeiten. Das ist die dritte Sitzreihe. Wie gesagt, 2/3, 1/3 unterteilt. Die können wir über diese Knöpfe hier, einmal dritte Sitzreihe links, deswegen 3L, 3R. Dann haben wir hier eine kleine Klappe mit Wagenheber und etwas Ablage. Wenn man jetzt mit 8 Leuten unterwegs ist, haben wir hier trotzdem noch ein bisschen Platz. Also ein paar Zentimeter haben wir hier noch. Wenn ich jetzt umklappe und drücke den Knopf, dann geht das Ganze elektrisch. Drücke ich jetzt hier nochmal. Jetzt drücke ich mal hier auf 3R. Dann macht sich der gute Sitz hier auf dem Weg. Und dann vergrößert sich das Volumen schon ganz, ganz ordentlich. Wir haben auch hier zusätzlich, wenn wir sitzen auf den Sitzplätzen, hier die Möglichkeit, die Lehne zu verstellen. Das geht, da muss ich den Knopf drücken und dann verstellt sich die ganze Lehne. Das ist schon, finde ich, wenn man bedenkt, wir haben 5 Sitzplätze und haben immer noch einen massigen Kofferraum. Ich hole mal eben zurück. Dann messe ich euch das mal eben aus, wie tief das ist. Schon mal ausgeklappt. Wenn wir jetzt den aufgestellten Sitz nehmen, dritte Sitzreihe, und messen das Ganze aus, dann sind wir vorne dran und haben hier auf der Seite, da sind wir bei 47 cm, die wir Platz haben. Und wenn wir weitergehen und messen jetzt hier mit dritter Sitzreihe eingeklappt, wie viel Platz wir da haben, das sagt er uns da. Da sind wir bei 1,23 Länge oder beziehungsweise Tiefe. Und breit ist der ganze Kofferraum, wenn ich jetzt hier quer messe, auch 1,25 Breite ungefähr. Der Expedition ist ein Ticken größer als der Explorer. Haben viele nicht so am Schirm, weil sie den Expedition halt gar nicht kennen. Von der Größenreihenfolge kann man sagen Explorer, Expedition und dann Expedition Max. Zusammenfassend kann ich sagen, 300 Liter V6 habe ich schon gesagt, 380 PS, 10 Gang Automatikgetriebe. Was ich aber trotzdem anmerken muss, weil ich immer ehrlich gerne bin, was mir nicht so gefällt bei dem XLT, bei der Variante, der hat keine elektrische Heckklappe. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, der nicht so groß ist und möchte diese Heckklappe zumachen, dann ist das schon schwierig. Dann muss er sich schon anstrengen, hier oben an diesen Griff zu kommen. Finde ich persönlich nicht so gut. Da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich gedacht, bei einem Auto aus 2019, was 50.000 Euro kostet, da gibt es serienmäßig eine elektrische Heckklappe. Aber hat er nicht. Ansonsten ist das ein geniales Auto, das ist ein Riesenbomber. Also wenn ihr eine Familie seid oder wenn ihr Platz braucht, einfach, das kann man mit diesem Auto wahnsinnig gut machen, weil er einfach alles bietet. Er bietet Flexibilität, er bietet Platz, er bietet Zuverlässigkeit. Das ist leider nicht so bekannt, das Auto. Größentechnisch würde ich den einsortieren so Richtung Mercedes GLS oder BMW X7. Die sind jetzt auch nicht so mega weit oder mega breit vertreten hier in Deutschland, weil die schon wirklich groß sind. Aber es macht einfach Bock, es ist ein geiles Auto. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, ruft mich gerne an. Die Daten zum Auto, beziehungsweise der Link zum Auto steht unten in der Videobeschreibung. Und das war's auch eigentlich schon.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo auf unserem Kanal da. Da freue ich mich sehr drüber. Und wenn ihr Fragen habt, ruft mich gerne an. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.